Schon bald, genauer gesagt im Spätsommer 2019, wird eine der modernsten Bäckereien der Umgebung eröffnen. Im vergangenen Jahr hatte der Bau der neuen Bäckerei Klaus in Neu-Sürnewitz begonnen. Nun war dieser Tage richtfest. So wird die neue Bäckerei einmal aussehen im Gewerbegebiet Alte Elektrowärme im Coswiger Stadtteil Neu-Sürnewitz. Neben Backstube, Verkauf und Kaffee wird es einen Drive-In geben, der die neue Backstube sicher zu etwas ganz Besonderem machen wird. Wenn der Rohbau steht und der Dachstuhl errichtet ist, feiert man gewöhnlich Richtfest. So auch in der neuen Bäckerei. Vertreter der Stadt Coswig, darunter der Bürgermeister der Stadt Coswig Schubert, sowie Geschäftspartner, Nachbarn und Bauleute waren zum Richtfest erschienen. Ich denke, dass der Baufortschritt zügig vorangegangen ist. Wir liegen im Plan. Und wir hatten 2 Wochen Verzug in der Frostperiode. Ich glaube, im Januar, Februar war das irgendwann. Und wir sind eigentlich optimistisch, dass der Übergabetermin 16. oder 18. August, dass der von der Firma Verlag eingehalten wird. Und die Eröffnung ist aber dann später. Die ist noch nicht beim Übergabetermin. Dann brauchen wir noch mal 1 Woche oder 10 Tage, um uns selber einzurichten. Auch Juniorchef Lukas Klaus freut sich über den Baufortschritt und hält sich mit Baurundgängen auf dem neuesten Stand. Er hatte die Idee zu diesem Bauobjekt und weiß schon jetzt, wo welche Maschine stehen wird. Das definitiv. Also wir haben ja selber auch den Plan entworfen oder ich selber auch mit der Maschine auch ausgerichtet. Aber am meisten freue ich mich darüber, dass ich jetzt schon weiß, wo ich mein Büro habe und dass ich von meinem Büro natürlich runter in die Backstube gucken kann. Bürgermeister Schubert übermittelte Grüße des Oberbürgermeisters Frank Neupold, der sich im Urlaub befand. Die Stadt Coswig freut sich über die Aufwertung des Gewerbegebietes durch das Familienunternehmen. Mit dem Richtspruch begann das eigentliche Richtfest. Grüß Stolz, der Richt baut nun ins Land. Drum werf ich es zu Boden nieder, zerschmettert braucht es keiner wieder. Doch Scherben bedeuten Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen. Aus Wettergründen fand die Zeremonie im Inneren statt, so auch das traditionelle Nägeleinschlagen. Angetreten waren die Bauherren Steffi, Lutz und Lukas Klaus und bewältigten die 5 großen Nägel souverän gemeinsam. Auf rund 1600 Quadratmetern wird es nicht nur eine klimatisierte Backstube geben, sondern auch Büroräumlichkeiten im Obergeschoss. Doch der innovative Drive-In wird viele Kunden besonders freuen. Also die Leute, die das annehmen, sind sehr erfreut darüber, gerade jetzt die jüngeren Mütter, Mütter überhaupt mit Kindern, die ihre Kinder nicht mehr extra abschnallen müssen, um in den Laden reinzukommen, um einzukaufen. Und wir haben da gute Resonanzen bis jetzt und freuen uns, wenn es hier genauso anläuft. Die alte Backstube auf der Genossenschaftsstraße wird nach Eröffnung der neuen, insgesamt 3. Backstube geschlossen. Das Geschäft bleibt den Coswigern aber erhalten. Durch den Neubau vergrößert die Bäckerei aber auch ihr Personal. Für dieses Objekt hier sind weitere Personaleinstellungen geplant, teilweise Verträge schon unterschrieben. Wir werden auch im Ausbildungsbereich Mitarbeiter einstellen und vielleicht noch im Verkauf 1 oder 2 Personen. Was die Produktion betrifft, wollen wir mit dem Personal, was uns zur Verfügung steht, wollen wir das bewältigen. Im Spätsommer 2019 wird die Bäckerei den Betrieb beginnen. Die offizielle Eröffnung ist für Ende August geplant. Hier wird man täglich frische Backwaren bekommen, in der bekannten Qualität des Familienunternehmens Klaus.